Was geht ab, Leute? Ich, der ja gerne mal die Medien von heute kritisiert, hab gedacht, ich mach diese Woche mal was ganz Besonderes und kaufe mir die InTouch. Jawohl, die InTouch. Wie wir alle wissen, ist die InTouch natürlich ganz oben, wenn wir über literarische Werke der Neuzeit reden. Und wenn wir uns das Cover anschauen, dann wissen wir auch sofort warum. Es geht um einen handfesten Skandal. Wie wir alle wissen, sind Sami Khedira und Lena Gerke seit längerem zusammen. Ich hasse dich dafür übrigens immer noch, Sami. Und die InTouch stellt die Frage, ob es da jetzt kriselt. Als interessierter Leser blättert man natürlich sofort mal durch die InTouch, um herauszufinden, was denn die Gründe für diese Trennungsgerüchte sein könnten. Gehen wir also mal rein. Also laut Inhaltsverzeichnis muss ich dann auf Seite 12 gehen. Wir haben auf Seite 12. Dann liest man diesen Artikel also und stellt fest, dass dieses ganze Cover eigentlich nur reißerisch gestaltet ist. Ich meine, gut, macht die Lügenpresse, Bild-Zeitung ja auch so. Denn in dem Artikel steht nichts weiteres, dass irgendein Kerl, der Sami Khedira wohl schon länger kennt und irgendwie wohl auch noch ein Freund von Bushido ist, wohl Lena Gerke erzählen könnte, was Sami Khedira eigentlich vorher so gemacht hat. Liebe InTouch, Ehrlichkeit und Offenheit gehört irgendwie schon zu einer Beziehung dazu. Das heißt, ich glaube irgendwie nicht, dass Lena jetzt von diesem einen Kerl große Neuigkeiten erfahren könnte. Aber schön, dass ihr eine Story drüber geschrieben habt. Man kann es ja mal probieren. Was haben wir denn noch so? Natürlich kommt auch die InTouch um das Thema der Woche, nämlich 50 Shades of Grey, nicht drumherum. Sie titelt also Megazoff hinter den Kulissen. Anhand von 10 Punkten versucht die InTouch zu belegen, warum es hinter den Kulissen von 50 Shades of Grey gar nicht so geil war. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist investigativer Journalismus, aber wenn man sich die Punkte so durchliest, dann ne, nicht wirklich. Nehmen wir uns mal Punkt Nummer 2 vor. Es mussten Szenen nachgedreht werden. Oh mein Gott, wirklich? Ich dachte, alle Hollywood-Filme werden immer in einem Take gedreht. Das ist für die InTouch also Zoff hinter den Kulissen. Es ist wahnwitzig. Aber eventuell wird es ja noch besser und der Artikel wird noch journalistische Höchstleistungen widerspiegeln können. Schauen wir uns Punkt Nummer 7 dieser Liste an, wird das Ganze auch schon ein bisschen interessanter. Da steht dann nämlich, dass alle Fans sich eher gewünscht hätten, dass Matt Bomer die Rolle von Christian Grey spielt. Matt Bomer sieht halt besser aus, aber ich frag mich dann irgendwie, was hat das Ganze jetzt mit hinter den Kulissen zu tun? Denn wenn Matt Bomer nicht gecastet wurde, wie war er dann jemals hinter den Kulissen? Aber hey, journalistische Höchstleistung, meine Freunde. Auf der Suche nach weiteren tollen Artikeln stelle ich dann fest, dass die InTouch eigentlich nur ein einziges Werbeblatt ist. Ich gebe also 2 Euro dafür aus, dass ich mir anschauen kann, was ich mir denn für Schminke kaufen sollte. Der Mehrwert dieser 2 Euro InTouch ist dann für mich, dass ich sehe, welche Stars welche Schminke tragen. Das ist irgendwie ein recht ausgeklügeltes Marketing-Ding, oder? Erst kriegst du Werbung für die Schminke, die du kaufen sollst. Und dann zeige ich dir Stars, die sie auch benutzen. Chapeau, InTouch. Könnte funktionieren. Es gibt natürlich auch noch die journalistisch hochwertigen Segmente wie Gossip to go. Ja, ich meine dann, das ist wie bei Starbucks. Kaufst dir eine InTouch und kriegst halt Gossip to go. Nur, dass bei Starbucks der Kaffee halt 5 Euro kostet und die InTouch nur 2. Ist fast ein guter Deal, oder? Irgendwie weiß ich echt nicht so richtig, was ich von diesem Blatt halten soll. Egal, wie lang ich auch suche, ich finde keinen Artikel, der irgendeinen Mehrwert für mein Leben bringt. Der letzte Artikel, den ich gerade gelesen habe, dreht sich darum, dass Kim Kardashian ihr einjähriges Kind mit auf eine Modenschau genommen hat und dieses Kind es einfach wohl nicht so cool fand. Das liegt doch in der Natur der Sache, oder? Ich meine, nimm ein einjähriges Kind mit, wo es laut und blöd und Licht ist. Natürlich wird der Kackbratzen rumschreien. Warum gibt es dafür jetzt einen Doppelseitenartikel, liebe InTouch? Warum? Ich bin jetzt auf Seite 45 angekommen und das Ding hat noch 35 Seiten mehr. Das Interessante ist, dass diese 35 Seiten quasi keine Artikel mehr haben. Das ist wie beim Playboy früher. Beim Playboy hat man sich das Ding ja auch nur wegen den Artikeln gekauft. Nur wegen den Artikeln. Nur wegen den Artikeln. Nicht wegen den Bildern. Und auf diesen letzten 35 Seiten sieht man dann noch Schminkwerbung, so wertvolle journalistische Beiträge wie Wer hat es besser getragen und allen möglichen anderen Bullshit. Ich frage mich gerade, warum ich überhaupt 2 Euro für diese Zeitung ausgegeben habe. Alles für den Fame auf YouTube. Wenigstens einen Artikel habe ich dann doch noch gefunden, der irgendwie gut ist. Denn Thomas Hajo, einer der Juroren von Germany's Next Topmodel, hat das Model-Business mit Hochleistungssport verglichen. Ja, ich meine, Laufen ist dabei, ne? Ich meine, geht das in deinen Kopf rein? Ich meine, überleg mal, du gehst zu Usain Bolt und sagst ihm, ja, Usain, ist geil, dass du hier gerade 100 Meter gesprintet hast, aber hier die Heidi, die macht den richtigen Sport, ja, auf dem Laufsteg. Und abends, wenn sie den Produzenten einen runterholt. Wie vermessen ist denn die Aussage zu behaupten, dass Modeln wie Hochleistungssport ist? Sicherlich kommt dieser Job mit seinem ganz eigenen Stresslevel, möchte ich gar nicht bezweifeln. Ich habe selber einen Beruf, in dem ich relativ viel reisen muss und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze von Kontinent zu Kontinent zu Kontinent zu hoppen schon recht anstrengend für Körper und Seele und allen möglichen Scheiß ist. Aber Modeln ist jetzt einfach mal blöd laufen. Es ist nicht so, dass du da irgendwie 200 Jahre für trainierst, um irgendwann innerhalb von 10 Sekunden deine 100 Meter zu laufen. Na, kommt
kommt halt nicht auf Geschwindigkeit an, sondern nur darauf, dass du auf deinen Zehenspitzen irgendwie halbwegs graziös da runterkommst. Wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, gibt es natürlich doch Parallelen. Sowohl beim Hochleistungssport als auch beim Modeln musst du auf deine Ernährung achten. Nur, dass Sportler eben das Richtige essen und Models gar nichts. Quasi dasselbe. Aber ja, lieber Thomas Hajo, bitte geh mit dieser Weisheit an die Mädels von Germany's Next Topmodel ran. Erzähl ihnen ruhig, das, was ihr hier macht, ist Leistungssport. Mädels, ihr habt im Leben was erreicht. Ich meine, ohne Thomas Hajo hätten wir wahrscheinlich nicht diese goldenen Momente bei Germany's Next Topmodel, in denen die IQ-Bestien von Kandidaten dann Sprüche von sich lassen wie: Das Wichtigste ist schon das Aussehen. Ja, genau, das Wichtigste ist das Aussehen. Du hast es erfasst, du kannst jetzt quasi zu der Olympiade gehen und 100 Meter Sprint machen. Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Videos in diesem Format haben möchtet, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da und kommentiert unten, wie euch das Ganze gefallen hat. Hier rechts seht ihr mein letztes Video, in dem ich über Selbstzweifel und Level-Ups im Leben geredet habe. Ich würde mich natürlich immer freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!